Ich bin mittlerweile 4 Jahre mit meiner Freundin zusammen und ich muss ehrlich zugeben, ich liebe sie. Ja, ist schon ganz nett. So ist nice. Ja, die ist super. So. Nee, die ist wirklich die Richtige. Jetzt mal wirklich Retalk, sie ist die Richtige. Ich fühle mich in ihrer Nähe wohl, weil ich weiß, bei ihr kann ich so sein, wie ich bin. Und so wie ich bin, wird sie mich auch annehmen. Das ist halt richtig geil. Und woran merke ich, dass ich mich wohlfühle? Ich furze vor ihr. Sei ehrlich, das ist der erste Test. Wer von den Männern furzt vor seiner Freundin? Ja, guck mal, ehrlich hier. Du auch, geil, geiler Typ. Wie lange hat's gebraucht? Wie lange, warte, wie lange seid ihr zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Wann hat er angefangen? Schnell. Schnell? Aber so diese Confidence, schnell. Ja? Wie schnell? Ein paar Wochen schon oder ein paar Tage? Ja, ein paar Wochen. Zweites Date. Ey, das ist übrigens auch der beste Test, ob du mit einem Typen, also als Kumpel oder eine Freundin, klarkommst. Ne? So von wegen, einfach mal beim ersten Treffen, wenn man zusammen PlayZ zockt, einfach mal fahren lassen. Digga, wenn er einschlägt, ist er der richtige Kumpel für dich, Digga, wenn er einschlägt. Ja? Wenn er einschlägt. So. So, wer von den Mädels in diesem Raum furzt vor ihrem Freund? Also ehrlich, ich liebe diese Ehrlichkeit. Dankeschön, wirklich, ich feiere das. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Mädels sich nicht trauen, aber ja, ist doch was total Normales. Alle Dudes. Ja? Wie, ich weiß aber nicht, machen das Frauen so richtig so laut? Ja? Du guckst schon auf den Boden, Digga? Ja, was raus muss, muss raus, Digga. Ist doch alles gut, ist doch nicht ist so, ne? Ich fände es sogar geil, wenn Frauen dann irgendwann in einer Beziehung so beim Netflix gucken unter der Decke einfach nur noch den machen. Ohne Ansage, oder? Der wäre krass, das wäre ein krasser. Ich würde einschlagen. Ich würde safe einschlagen. Ja. Meine Freundin lag mal auf dem Bett, also auf dem Bauch. Und ich lege mich gerne mit meinem Kopf immer auf ihren Arsch. Ich liebe ihren Po. Der ist super. Der ist schön rund, der ist weich, der ist toll. Ja, ich lege mich rauf und dann habe ich meine Arme um ihre Hüfte so rumgelegt. Und sie ist kitzlig. Ne? Also habe ich sie. Und sie so: Schatz, nein, mach das nicht. Mach das nicht. Und ich hätte drauf hören sollen. Aber ich wollte sie umarmen. Ich so: Schatz, was hast du denn, ne? Und dann hat sie mir ins Ohr gefurzt. Das war. Sie hat mich ja gewarnt, ich war selber schuld. Aber ich sag euch, das hat wehgetan. Das es war so richtig. Und ich so: Piep.